Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia Doomsday. Beim letzten Mal haben wir ewig zwischen den Zeiten hin und her gependelt, bis wir schließlich die richtigen Kombinationen raus hatten, um hier ein Portal zu erschaffen, das uns wer weiß wohin führt. Und wo wer weiß wo ist, das werden wir jetzt herausfinden. Achso. Sie irgendwie abschütteln. Aber wie? Schieße auf alle Portale und weiche ihnen aus. Ach je. Huch. Huch. So, kennen wir ja. So. Oh, reicht das? Boah, es ist ein bisschen kacke mit der Steuerung. So, das hat gepasst. So. Oh oh. No. Das ist Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden. Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Aha. Sieh mal einer an. Das ist doch unser U-Box. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Wo ist Rufus? Achso. Oh, schneller, 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 schneller. Achso. Oh, Alter, schneller. Aua. Diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Es war ja auch überfällig. Schmerzen. Ich glaube, ich will. Ja, bitte nicht. Der Elefant ist abgelenkt. Gut so. Und jetzt können wir uns hier ins Timeport schleichen. Mit letzter Kraft schaffte ich es auf die Rückbank und versteckte mich unter einer Decke im Staufach. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und nun bist du auch hier gestrandet. Bravo. Kommt jetzt der Teil, wo das für uns von Nutzen ist? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr wart doch bereits in Kuwak, als wir McChronicle in die Wüste geschickt haben. Dann wart ihr doch genauso da, als wir es eben nicht getan haben. Je nachdem, von welchem der beiden Durchgänge wir gerade sprechen. Rufus sitzt in beiden Versionen auf der Rückbank. Sowohl hier... Hallo. Als auch in dem anderen Zeitstrang, wo McChronicle ungehindert in Kuwak eintreffen konnte. Du meinst, er kaute also auch auf der Rückbank, als Rufus und McChronicle das Timepod stahlen? Und jetzt volle Kraft voraus! Na, sieh meine an! Ups, das war dann wohl die Pannenshow, der Rückwärtsgang.
So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium. Genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Hm? Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher. Ja, wie das ja alles zusammenhängt. Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Das sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Und verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass. Aber das hieße ja... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand. Schnell. Nein, warte noch. Huch. Tja, guck, guck. Überraschung. Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt, genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry. Hallo, Rufus. Schön. Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt. Es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus, die Hand. Jetzt. Nein, stopp. Los, worauf wartest du? Hab dich. Goal. Ich fasse es einfach nicht. Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären. Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht. Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Ach, halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Die Männer vielmehr. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal. Lass sie los! Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht. Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Nein, diesmal nicht. Ich habe einen. Zieh uns rauf. Dann treten wir diesen Elefanten in den breiten, rüsseligen Dickhäuterarsch. Das klingt doch mal nach einem Plan. Das ist kein Plan. Das ist Selbstmord. Seit wann kennst du den Unterschied? Seit wann ist das ein Unterschied? Ich weiß, dass sie ihre Drohung wahr machen werden. Es ist bereits viele Male so passiert. Dann mach einen Gegenvorschlag. Aber beeil dich. Wir bauen uns einen Raketenschild und wir versuchen, den vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Wir werden einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Du musst loslassen. Ja. Wir bauen uns einen Raketenschlitten aus Pappmaché und Zündhölzern. Hey, das könnte funktionieren. Hier ist zufällig eine ganze Menge Pappmaché in Klietes Hose. Hat irgendjemand Streichhölzer? Leider nicht. Und ich habe auch gerade keine Hand frei. Ach, wir waren so nah dran. Kommen wir also zu Plan B. Plan B, wir versuchen einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Wir knoten unsere Klamotten zusammen, um einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Hey, das könnte funktionieren. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass ihr wisst, dass dieser Anzug nur geliehen ist. Insbesondere die Unterhose war schon vorher so. Seid ihr noch bei Trost? Das hier ist bitterer Ernst und keine Partie Strip-Halma. Also, wenn es um das Piercing geht... Piercing? Was läuft denn da zwischen euch? Ach, nicht so wichtig. Das führt uns zu Plan C. C, wie wir bleiben hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Dann sollte es lieber schnell passieren. Ich werde euch nicht mehr lange halten können. Und wir hier oben verlieren auch langsam die Geduld. Menno. Lass die beiden los oder mach dich auf dein Ende gefasst. Einen Moment noch. Komm schon, Wunder. Lecker Wundertüten. Wunni, 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 Wunder.
Das dazu. Dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Oh, es gibt nur eins, was du tun kannst. Du musst loslassen. Warum hört denn das schon wieder mit Loslassen auf? Was soll das denn? Loslassen. Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Okay, das kommt mir ein wenig extrem vor, aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll's mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus, ich lasse los. Und dann, wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ich trage einen Raketenrucksack unter Mantel. Ein Stück weiter unten. Was ist denn? Ich trage einen Raketenrucksack unter Mantel. So kenne ich meinen Rufus. Immer ein Ass im Ärmel. Wenn auch selten im eigenen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei! Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ja, sind wir einfach ehrlich. Gar nicht. Damit die Zeitschleife durchbrochen wird, in der wir immer wieder überleben. Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch. Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Goal, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Und dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt, ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen, aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Gott! Du lügst. Warum lügst du? Also, gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn. Es gibt immer Hoffnung. Und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise. Und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen. Nach Elysium reisen. Einen praktischen Nutzen für Hutmode finden. Und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen, die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich. Versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Haut rein! Nein! 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 Was für ein Penner! Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es. Wir schaffen das. Irgendwie. Ich glaube, er hat recht, Goal. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt, die Vergangenheit ändern. Pff, das ist doch Kinderfufnix. Ja, wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt. Dich geklont. Hallo. Dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Was? Hä? Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen hatten. Ja, die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan. Dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir korrigieren sollten. Lass es uns zusammentun. Aber ich kann das nicht. Ja, unsere Geduld ist am Ende. Wir zählen jetzt bis Zux. Ongo, Bongo, Schnüx. Doppelschnücks. Ich hatte nie Klobig. Die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Ube. Super lässig. Rauffang. Hä? Naso. Zucks.
Schön. Obwohl, halt mal. Ich hab's schon mal gesagt. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert. Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. Das ist jetzt... Das ist das Ende? Ach, hier. Ja, also, wenn das das Ende ist, dann ist das aber... Du hast recht, liebes Riese. Oh Gott, das Getreller. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist... Ende ist nicht besser als das vom dritten Teil. Es ist einfach nicht besser. Mir fehlen die Worte. Ich meine, es gibt jetzt eine Zukunft ohne Fuel-Logs, ohne Planetensprengung, aber eben auch ohne Schnauzer-Rufus. Aber es ist mal wieder nicht das Happy End, was jeder haben möchte. Was jeder eigentlich haben wollte. Kannst du auf mich bauen, Baby. Du hast. Ja. Ja, wie gesagt, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Achso. Ich finde die Bilder im Hintergrund super. Goal muss jagen und die beiden stehen da hinten. Das ist ja super. Ist das da oben ein Planet oder ist das... Also, nee, ich meine, ist das ein Asteroid? Das ist, glaube ich, einfach so eine Pflanze wahrscheinlich. Ja, aber lustig, wenn da gerade der Asteroid runterkommt. Was soll ich sagen? Also insgesamt ist es natürlich ein super Spiel gewesen, ne? Mal wieder super Arbeit von Dedelic. Aber mir gefällt das Ende nicht. So. Mir gefällt das Ende nicht. Ich hätte schon gerne ein Happy End gehabt. Aber offenbar gibt's das nicht. Hier nochmal die Crew. Diese aufopfernden Persönchen. Und der Screen. Haben wir irgendwas bei den Extras?
Verwende Milch auf sich selbst. Schaffe alle Minigames auf Elysium. Aha. Schaffe alle Minigames in Kuba. War noch gar nicht so viele, oder? Schrottfeind. Ja, lass jeden sterben. Das ist mir leider passiert. Fun-Score. Bekomme fast 10.000 Spaßpunkte. Sitz, Pinkler. Zerstöre eine Menge Porzellan-Klobrillen. Hm? Achso, man konnte das auch in anderen Reihenfolgen machen. Ah, stelle erst den Drink her und zerkleinere dann die Made. Er ist ein Romantiker. Unifrei, ja, es war eine wilde Zeit. Wer Logikfehler findet, darf sie behalten. Ist hier noch irgendwer durchgestiegen? Ja. Zeitschriften? Keine Ahnung. Wir haben das Ende nicht erfunden. Ja, offensichtlich läuft alles darauf hinaus, dass Rufus loslassen muss. Schade. Naja, ich lasse das nochmal durchlaufen. So, aber dann sage ich insgesamt sehr wunder, also wie immer wunderschönes Spiel von Idyllic. Ich muss mir auf jeden Fall noch die anderen Spiele von denen anschauen, wie zum Beispiel Night of the Rabbit oder New Beginning, wo sehr viele Anspielungen in diesem Spiel drauf gemacht wurden. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und auf die vielen Kommentare, die während, also was heißt, ja doch, einige Kommentare, die während der ganzen Zeit hier eingetrudelt sind und vielleicht sogar noch eintrudeln werden. Und ja, bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play. Ich spule die Credits mal ein bisschen vor für euch, ne? Und allen und Kraken.